Guten Abend, meine Damen und Herren. Da zunächst, wenn Sie mich hinten nicht verstehen sollten, bitte rufen Sie ungescheut lauter, ehe Sie es nicht verstehen. Zum Thema Europa am Scheideweg. Ich habe bei dem Thema zuerst ein bisschen gezögert, nicht weil ich es nicht wichtig finde, sondern weil es eine der Illusion befördern kann. Scheideweg heißt ja, man hätte was zu entscheiden. Es ist ja bekannt, also der Untertitel ist ja die Währungs- und Demokratiekrise der Europäischen Union. Das Wort Krise stammt aus dem Altgriechischen und es sagt eigentlich, dass eine Entwicklung einem kritischen Moment zutreibt, einer möglichen Katastrophe oder einem Wendepunkt und zu einer explosiven Entladung trägt. Und diese Entladung schafft so oder so neue Verhältnisse. So ist das bei Ehekrisen, bei Energiekrisen und bei künstlerischen Schaffungskrisen. Eine Krise dagegen, die anhält, ist keine Krise mehr. Sie ist ein schlechter Zustand, vielleicht ist es auch ein unerträglicher Zustand. Es ist jedoch einer, mit dem man sich, wenn er andauert, notgedrungen arrangieren muss. Und leider ist es auch so, nur weil etwas unerträglich, schlecht oder vielleicht nicht optimal ist, muss es noch lange nicht untergehen. Wer hier ständig Krise ruft, mag dies auch dann noch so berechtigt sein, der läuft Gefahr, dass er bald dann nicht mehr gehört wird oder sich gar lächerlich macht. Das heißt nicht, dass der kritisierte Zustand nicht äußerst gefährlich sein kann. Er wird nur, wenn er andauert, wie fast alle der kritischen Zustände von den meisten nicht mehr wahrgenommen als Krise. Nehmen wir als Beispiel ein schwarz gebautes Haus auf Sizilien. Es gibt weder eine der Baugenehmigung noch eine Prüfstatik. Der Zement kam von der Mafia und enthält einen übermäßigen Sandanteil. Aber das fällt keinem auf. Das Haus steht solide da, es wird bewohnt. Kritiker, die sagen, das wird morgen oder übermorgen einstürzen, werden zum Gespött. Vielleicht steht das Haus nach der 200 Jahre allein zusammengehalten durch sein Gewicht. Aber ein minimales Erdbeben oder ein schwerer Laster, der auf der Straße vorbeifährt, könnte es auch das jederzeit zusammenbrechen lassen, heute oder in 4 Wochen oder in 100 Jahren. Wie steht solch ein Bauwerk da? Optisch ist es stabil, es ist riskant und es ist immanent instabil, aber sieht ihm das einer an und kann einer vorhersagen, wann es zusammenbricht? Auch der größte der Kritiker des Schwarzbaus im Dorf kann nicht sagen, ob und wann der Einsturz kommen wird. Und diese Analogie passt leider exakt auf die Europäische Währungsunion. Die verantwortlichen Politiker und der gläubigen Anhänger der Einheitswährung sagen, seht, das Haus steht doch. Und wir sehen auch keine Risse in der Fassade, die den baldigen Einsturz anzeigen. Da kann der Kritiker tausendmal kommen mit der mathematischen Formel oder mit ökonomischen Grundwahrheiten oder auf Fehler hinweisen. Erst der Einsturz, der vielleicht erst in 100 Jahren kommt, wird ihn bestätigen. Bis dahin wird er wahrscheinlich verlacht werden. Und da niemand gern verlacht wird, nimmt die Zahl und der Lautstärke der Kritiker mit der Zeit ab. Das können wir übrigens gegenwärtig auch beobachten. Zweimal stand Europa in der Währungsfrage am Scheideweg. Einmal, als es sich entschied, die gemeinsame Währung trotz aller Bedenken der Fachleute zum 1. Januar 1999 einzuführen. Und das zweite Mal, als man im Mai 2010 entschied, den Maastricht-Vertrag praktisch zu zerreißen,
als man nämlich Griechenland, Portugal und Irland finanziell stützte und gegen das nach dem No-Bail-Out-Verbot verstieß. Gleichzeitig begann damals die Europäische Zentralbank, der Staatsanleihen zu kaufen. Im sozialen Leben und in der Politik ist es mit sogenannten Scheidewegen leider anders als bei einer Wanderung. Wenn man seinen Irrtum bemerkt hat, kann man bei einer Wanderung umkehren. Man hat allenfalls einen Zeitverlust. Dagegen im wirklichen und sozialen Leben geht, wenn man Irrtümer bemerkt hat, hat sich schon das Umfeld geändert. Man kann nicht ohne weiteres umkehren und den Weg dort aufnehmen, wo man vom richtigen Pfade abkam. Denn die Entscheidung für einen bestimmten Weg verändert das Umfeld irreversibel, in dem Wege begangen werden. So wird auch der Kritiker der Währungsunion einsehen, dass zum Beispiel Deutschland und Österreich doch wohl besser Verträge einhalten sollten und zumindest insoweit zahlen müssen, als sie sich dazu bereits heute durch Verträge, Bürgschaften und der Garantien verpflichtet haben. Niemand kann zudem die hohen menschlichen und moralischen Schäden ungeschehen lassen, machen, die bereits jetzt eingetreten sind durch die hohe Arbeitslosigkeit in Spanien, Portugal oder in Griechenland. An dieser Stelle, ehe ich dann zu dem komme, was mir heute wichtig ist, wiederhole ich nochmal ein notwendiges Ceterum censeo, also das, was immer richtig ist, wenn man über die Währungsunion redet. Erstens ist es selbstredend, aber vielleicht doch ganz gut, sich das noch mal vor Augen zu führen. Erstens, ja, es war falsch, eine gemeinsame Währung einzuführen, ehe es einen europäischen Bundesstaat gibt. Wenn dieser niemals kommen wird, wie viele glauben, hätte es eben auch niemals eine gemeinsame Währung geben können. Zweitens, dies wäre auch gar nicht so wahnsinnig schlimm gewesen. Es gibt nämlich überhaupt keine ökonomische der Beweisführung und auch keinen historischen Beleg dafür, dass die Größe eines Währungsgebiets irgendetwas zu tun hätte mit Wohlstand, Wachstum oder Beschäftigungsgrad. Wenn es nach der Größe des Währungsgebiets gehe, müsste Indien mit 1,5 Milliarden Menschen eine sehr reiche Volkswirtschaft sein, dagegen die Schweiz mit 8 Millionen Menschen eine sehr arme. Und im einheitlichen Währungsgebiet USA sind heute noch die regionalen Unterschiede in Wohlstand und in Wirtschaftskraft höher als bei uns zwischen Portugal und Österreich. Drittens, die Statistiken zeigen zweifelsfrei, dass der Euro der Wohlstand und Wachstum nicht begünstigt hat, aber schon in einigen Ländern, nämlich den heutigen der Krisenländern, stark beeinträchtigt hat. Und viertens, dies liegt an der Ursache, die man sich fast nicht mehr traut auszusprechen, weil sie so banal klingt, aber es bleibt gleichwohl elementar wahr. Wo Auf- und Abwertungen einer Währung nicht mehr möglich sind, ist es wesentlich schwerer, Volkswirtschaften wettbewerbsfähig zu halten und, wenn sie einmal vom Kurs abgekommen sind, wieder auf den Kurs der Wettbewerbsfähigkeit zu bringen. Dazu ein Beispiel. Die Türkei hat eine frei schwankende Währung. Der türkische Lira hat seit dem Beginn der Euro um sage und schreibe 80% abgewertet. Dadurch konnten sich die Türken höhere Preise leisten, also höheren Preisanstieg leisten, was sie auch brauchten, um bei sich den sozialen Ausgleich herzustellen. Gleichzeitig konnte die Wirtschaft stark wachsen, weil auch die Löhne ausreichend wettbewerbsfähig waren. Erfolg ist, bei Einführung des Euro hatte die Türkei pro Kopf 44% der Wirtschaftskraft Griechenlands. Diese beiden Länder kann man eigentlich sehr gut vergleichen, weil sie ja auch viele Jahrhunderte einen gemeinsamen Weg gemacht hatten.
Also im Jahre 2000 hatte das türkische Sozialprodukt pro Kopf 44% des Niveaus von Griechenland. Im Jahr 2012, 12 Jahre später, gab es in der Türkei 75% des Niveaus von Griechenland. Das heißt, weil beide, Griechenland und die Türkei, ein unterschiedliches Modell verfolgten, die eine im Euro, die anderen außerhalb dem Euro, konnten die Türken in ungeheurem Maße den Wohlstandsunterschied abbauen. Während umgekehrt die Griechen in wachsender der Wettbewerbsunfähigkeit gefangen waren. Fünftens, es ist grundfalsch und es bleibt grundfalsch, dass Staaten in einer Währungsunion direkt oder indirekt Haftung für die Schulden anderer Länder übernehmen. Dies untergräbt Eigenverantwortung und beseitigt Anreize dazu, sich selbst zu helfen, auch wenn es unpopulär ist. Sechstens, und natürlich ist es falsch und bleibt es falsch, dass die Europäische Zentralbank über ihre Geldpolitik indirekt Staatshaushalte unterstützt, indem sie die Zinsen künstlich unten hält, dass sie den Banken beim Ankauf von der Staatsanleihen unter die Arme greift und dass sie zudem öffentlich ja gesagt hat, durch den Mund ihres der Präsidenten, seid ganz beruhigt, wenn es eine Krise gibt, kaufen wir notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten aus. Aber das war das Aceterum censeo. Das alles ist falsch. Aber wem kann man das erklären, so dass er es auch versteht und so dass er einem glaubt? Es ist wie bei dem schon benannten Mafia-Schwarzbau, was bautechnisch falsch und gefährlich ist, muss nicht unbedingt alsbald zum Einsturz des Baus führen. Es ist leider unmöglich, in Politik und in Medien, mindestens ist das so in Deutschland, ich nehme an, es ist auch ähnlich in Österreich, eine gleichzeitig der sachlich gehaltvolle und für alle verständliche Diskussion über Euro und Euro-Rettung zu führen und noch eine Diskussion, die noch ganz eindeutige Ergebnisse hat. Sachlich verständlich, der sachlich gehaltvoll eindeutige Ergebnisse ist in der politischen und in der Mediendebatte kaum möglich. Mir passiert es immer wieder, dass selbst gebildete und verständige Zeitgenossen, die mir in irgendeiner Weise bekannt sind, mir gestehen, dass sie die inhaltliche Befassung mit der Währungs- und Finanzfragen scheuen. Meistens glauben sie deshalb, weil sie irgendetwas glauben müssen, was sie täglich in den Medien lesen, oder sie überschlagen entsprechende Artikel gleich ganz. Deshalb haben Politik und Medien im Thema Euro freie Bahn, auch wenn der größte anzunehmende Unfug dort steht. Beide interessieren sich aber, sowohl die Journalisten wie die Politiker, in ihrer großen Mehrheit, es gibt Ausnahmen, in ihrer großen Mehrheit gar nicht für die Währungsfrage als solche, wann etwas funktionieren kann und wann nicht, das ist viel zu langweilig, ist Technik, sondern sie interessieren sich für den europäischen Gedanken. Der Euro soll das Zusammenwachsen der Europas fördern und darum muss man an ihm um jeden Preis festhalten. Es ist traurig, aber wahr, wir haben es gibt immer Ausnahmen, nach der Somnambule politische Klasse, also der Somnambul heißt traumwandelnd, die in zentralen Fragen offenbar nicht willens ist, der logischen Implikationen der symbolischer politischer Akte vorauszuberechnen. Denn auch ein Akt, der symbolisch gemeint ist, hat, wenn er also reale Wirkungen hat, natürlich Folgen für die Wirklichkeit. Man müsste an sich, ehe man solche symbolischen Akte verantwortet, die absehbaren Auswirkungen auch auf die eigenen Handlungen rückwirken lassen. Man hat das in den 90er Jahren versucht. Nachdem man sich einmal entschieden hatte für die gemeinsame Währung, haben Experten versucht, mit den Konstruktionen des Vertrags von Maastricht der bestimmten Risiken abzuhelfen.
Dies hätte aber nur funktionieren können, wenn die besagte, der somnambule politische Klasse mindestens die Absicht gehabt hätte, sich an ihre selbstformulierten, vertraglich fixierten Vorgaben zu halten oder diese auch nur verstanden hätte. Ich muss es leider sagen, als der langjährige Bundesbeamter und langjähriger aktiver der Landespolitiker, ich hatte immer die traurige Erfahrung, dass selbst Menschen in der Politik, die ich persönlich schätzte, die mir politisch nahestanden, einfach nicht verstanden, worum es hier ging und was sie hier taten. Übrigens, eine der großen ungelösten Ausgaben der Zukunft: Wie kann ich die Arbeitsteilung zwischen Politik und dem Rest der Welt so machen, dass die Welt einerseits da funktioniert, andererseits nach der Politiker dann das entscheiden, was sie überblicken? Auf diese Frage habe ich heute ausdrücklich keine Antwort. An dieser Stelle ein Wort der Vorsicht, ein sogenannter der Disclaimer, wenn Sie es so wollen. Der komplexe historische und der gesellschaftliche Prozesse, und so einer ist die Europäische Währungsunion, kann man durch beobachtende Experten und Zeitzeugen, wie ich jetzt einer bin, zwar kritisieren und kommentieren, aber man kann niemals mit ausreichender Sicherheit sagen, wann und wie etwas geschehen wird. Also wenn Sie heute von mir jetzt eine Prognose erwartet haben, wie es genau weitergeht, waren Sie in der falschen Veranstaltung. Man kann Risiken analysieren, man kann Trends beschreiben, man kann Wahrscheinlichkeiten andeuten, aber man muss auch wissen, dass das Unerwartete, der jederzeit scheinbar das sichere Trends quasi auf den Kopf stellen kann. Immer wenn ich mich auf einen Vortrag wie den heutigen vorbereite, lese ich in dem Buch, was ich vor anderthalb Jahren veröffentlicht habe, den Text im Ausblick immer unter dem Aspekt, ob sich, da es ja alles immer weitergeht, etwas der Grundsätzliches verändert hat. Die Antwort ist für mich: Es verändert sich ständig was. Es geht nämlich immer weiter in die dort von mir beschriebene Richtung. Und die lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Erstens, stufenweise werden die Rettungsmaßnahmen weiter ausgedehnt, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, mal auf die eine Art, mal auf die andere Art. Stufenweise gibt man alle Prinzipien und Bedingungen auf, wenn eine neue Bedingung kommt, kann man schon meist ihre Verfallszeit berechnen, wann auch die aufgegeben wird oder wieder eine angekommt. Und drittens, stufenweise hat sich die Europäische Zentralbank von einem politikfernen Hüter der Geldwertstabilität zu einem der politischen Akteur weiterentwickelt, ohne dass sie jemals demokratisch gewählt worden wäre. Das Neue, das Unerwartete, von dem ich sprach, lässt mich trotzdem bei Prognosen vorsichtig sein. Das Unerwartete, und das muss man sich vor Augen führen, es ist ganz wichtig, wenn man sich ein Bild macht, kann aus zwei unterschiedlichen Richtungen kommen, die ich jetzt beide kurz beschreibe. Wir sehen ja, dass sich die sogenannten Krisenländer unterschiedlich entwickeln. Wenn sich in diesen Krisenländern Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, der Frankreich gehört auch dazu, genügend innere Abwehrkräfte entwickeln würden, wenn hat keine Würde, also wenn sie sich entwickelten, dann um jene inneren Strukturreformen und Umverteilungsmaßnahmen umzusetzen, die man eigentlich jetzt braucht, die aber nicht möglich sind, weil man nicht abwerten kann, dann treten wir in eine neue Welt ein. Es müssten natürlich Maßnahmen sein, die ausreichend sind, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, um eine Abwertung von 25-40% auszugleichen, die ja nicht stattfinden kann. Technisch ist dies möglich.
Ich wäre sicherlich in der Lage, in einer Stunde für alle beteiligten Länder in etwa die Eckwerte eines Plans niederzulegen, was geschehen müsste, wenn diese Länder sich dort reformieren würden. Den Plan, den ich nicht mit beifügen kann, ist, wie ich den Volksaufständen begegne, die dann stattfinden würden. Da würde ich mich an den Verteidigungsminister wenden. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Man kann nicht alles zu jeder Zeit und überall machen. Dann nämlich, wenn das möglich wäre, hätten wir in der wirtschaftlicher Hinsicht aus Italienern oder Franzosen Deutsche oder der Schweizer oder Österreicher gemacht. Und das wäre ja wohl anmaßend und das empfinden andere auch als anmaßend. Deshalb, das ist einer der Grundfehler der Währungsunion. Man darf sich niemals in einem Konzept verstricken, in dem man anderen, die nicht zum eigenen der Herrschaftsbereich gehören, Vorschriften macht, wie sie leben sollen und wie sie ihre eigene der Gesellschaft sehen sollen. Das geht nicht. Also, aber wenn diese Länder es denn schärften, dann würde sich das Umfeld verändern. Ich glaube es nicht. Zweitens, es kommt etwas anderes hinzu, was sich erst in den letzten Jahren entwickelt hat und was auch noch nicht abgeschlossen ist. Als man den Maastricht-Vertrag konzipierte, Anfang der 90er Jahre, gab es ein ganz klares Bild von der Geldpolitik. Geldpolitik soll sich raushalten aus der eigentlichen Politik, soll möglichst wirtschaftlich da neutral sein, soll für stabile Preise sorgen, mehr nicht. Und natürlich darf sie sich nicht an der Staatsfinanzierung beteiligen. Das war das Modell für die EZB. Dieses Modell hat ausgedient. Dann nicht nur in Europa, sondern eigentlich auch in anderen großen westlichen Ländern. In den USA, in England und seit einigen Monaten auch in Japan dominiert eine neue Ideologie der Geldpolitik. Danach will man durch Ankauf von Staatsanleihen, also durch monetäre Staatsfinanzierung und durch extreme geldpolitische Lockerung letztlich reales Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung mit Mitteln des billigen Geldes quasi erzwingen. Das ist ein großes historisches Experiment. Ich persönlich halte dieses Experiment für einen der grundsätzlichen Irrweg. Und ich glaube, es legt den Keim für die nächste große Finanzkrise, von der aber auch wiederum keiner weiß, wann und wie sie kommt. Die jetzige Diskussion um Wechselkurse zwischen Yen und Dollar und Pfund und Euro ist ja schon Teil dieser Entwicklung. Aber das führt über das Thema hinaus. Aber das macht es natürlich auch nicht einfacher, dass das Konzept der Geldpolitik, was dem Maastricht-Vertrag und der Währungsunion zugrunde liegt, heute mehr oder weniger, leider muss man sagen, international ausgedient hat. Kennzeichnend für die Debatte um den Euro ist neben diesen Fragen, die erklären, weshalb man den exakten Gang der weiteren Dinge nicht prognostizieren kann, eine der Verwechslung von Zielen und von Mitteln, die sich als Gedankenfehler schon in die ersten Diskussionen um die gemeinsame Währung vor 30 Jahren eingeschlichen hat. Wenn man Ziele und Mittel verwechselt, das passiert einem ja nach der ganz Stelle im Leben. Menschen arbeiten normalerweise, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Arbeit ist das Mittel, wo die Arbeit dann zum Ziel wird und man letztlich andere Dinge aus dem Auge verliert, weiß jeder, das ist für einen selbst und für das Privatleben gefährlich. So ist es auch bei vielen anderen Dingen. Und so ist es auch in Währungsfragen. Diese Verwechslung von Zielen und von Mitteln führt nämlich zu einer geistigen, mentalen Schieflage, damit zu falschen Entscheidungen, die man aber mit dieser Ziel-Mittel-Verwechslung gar nicht mehr in Zusammenhang bringt. Die gemeinsame Währung wird ja immer wieder gerechtfertigt mit dem europäischen Gedanken und letztlich mit der europäischen Einheit. Das wirft die Frage auf, was ist eigentlich Europa? Darüber rede ich heute jetzt nicht länger.
Aber für mich ist Europa der traditionelle, der Kulturraum des ehemals christlichen Abendlandes, das sich von der Gibraltar bis zum Ural zieht, auch einmal, also Kleinasien umfasste, aber das ist seit 600 Jahren vorbei. Dieses der Europa war übrigens niemals staatlich vereint. Es gab mal Ansätze, das Römische Reich, es hatte aber nicht den ganzen Norden, also Frankenreich, Karls des Großen, das hatte nicht den Osten, sondern das fehlte Spanien. Aber das ist jetzt 1200 Jahre her. Seitdem hat sich Europa entwickelt in vielen unterschiedlichen Ländern, auch in einem gewissen Chaos. Unordnung war immer ein kennzeichnendes europäisches Ordnungselement. Auch das muss man sehen. Jedenfalls in Vielfalt. Und dafür war das der Heilige Römische Reich, der deutschen Nation, der nun ein besonders schönes Beispiel. Aus diesen Widersprüchen gab es einen intensiven Wettbewerb, und aus diesem Wettbewerb entstand alles, was die heutige moderne Welt prägt, nämlich der Renaissance, der Reformation, Aufklärung, Wissenschaft und Technik. Ohne dass der Europa so chaotisch gewesen wäre, wäre es genauso erstarrt wie der China im 17. und 18. Jahrhundert unter seinen Dynastien. Und es hätte vielleicht gar nicht die heutige Welt mit der industriellen Revolution gegeben. Heute ist Europa in der ganzen Welt. Technik, Mode, der politische Philosophie, alles ist Europa. Der Denkstil hat total gesiegt. Was wir heute allerdings haben, ist ein Kontinent, der altert, von dem alles ausging, ähnlich wie der Griechenland im Römischen Reich, der aber an Bedeutung verliert. Das ist auch das gehört dazu, zu einem Stück weit unaufhebbar. Wir sind ja hier in Wien. Dann noch vor 100 Jahren, 1913, waren 5 von den 6 mächtigsten Staaten in Europa. Ich zähle sie auf. England, Frankreich und die 3 Kaiserreiche, Deutsches Reich, Österreich, Ungarn und Russland, das waren 5 der damals herrschenden 6 Weltmächte. Der europäische Kontinent hatte im Jahre 1900 dreimal so viel Einwohner wie ganz Afrika. Heute hat Afrika allein 50% mehr Einwohner als Europa. Und wenn man den UNO-Prognosen glaubt, und es gibt keinen Anlass, das nicht zu tun, wird in 90 Jahren Afrika da 6-mal so viel Einwohner haben wie Europa. Und das sind die Dinge, die für die Zukunft prägen. Das macht natürlich Sorgen. Und die Diskussion um die Zukunft Europas, auch damit um den Euro, ist von zwei Traumata beherrscht. Traumata sind real, man darf sie nicht kleinreden, aber wie bei anderen Traumata muss man auch ihre Rolle begrenzen. Wenn sie das Unbewusste in einem übernehmen, kommt man leicht zu falschen Entscheidungen. Das erste der Trauma waren natürlich die beiden Weltkriege, war die Nazi-Diktatur und war das Sowjetimperium, der Sowjetkommunismus mit alles in allem 100 Millionen Toten, Gewaltopfern, der Terror und so weiter. Dieses Trauma ist ein Trauma. Man muss sich nur fragen, wie weit es unsere Zukunft bestimmen darf. Das zweite Trauma ist der schon genannte wachsende Bedeutungsverlust Europas in einer Welt, die demografisch explodiert, wo wir wiederum UNO-Prognose als Gesamteuropa letztlich im Jahr 2100 kaum mehr Einwohner haben als der afrikanische Staat Nigeria oder als eine einzelne größere indische oder chinesische Provinz. Diese beiden der Traumata nährten die Idee eines vereinigten Europas. Und ehe man das Kind mit dem Bade ausschüttet, was Europa angeht, muss man auch immer wieder sagen, was grundsätzlich richtig und wichtig ist an Europa: eine gemeinsame Verpflichtung auf Demokratie,
starke Institutionen für eine gemeinsame Sicherheits-, Militär- und Außenpolitik, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit Niederlassungs- und mit Gewerbefreiheit und mit gemeinsamen Wettbewerbsregeln und viertens gemeinsame Sicherung der Außengrenzen bei der Freizügigkeit im Inneren. Das war verbunden mit der Gründung der NATO seit 60 Jahren der gemeinsame Weg in Europa. Und das war ein guter Weg. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks kam ja noch die Osterweiterung dazu. Dieser Weg war auch, das muss man immer wieder sagen, natürlich sehr erfolgreich. Offen bleibt die Frage, wie man daran Russland integriert. Auch das behandle ich heute nicht. Die Frage ist nur, die ich mir immer wieder gestellt habe und ich jetzt auch hier wieder stelle, ist, wie kommt hier die gemeinsame Währung Euro ins Spiel? Und die Antwort ist ganz klar, unter den funktionalen Aspekten überhaupt nicht. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, ein in der Außenpolitik, der Militärpolitik, der nach der Freizügigkeit vereintes Europa funktioniert perfekt mit nationalen Währungen, die durch ein vernünftiges Wechselkurssystem miteinander verbunden sind. Der Antrieb der Währung kam aus zwei unterschiedlichen Quellen und für beide Quellen stehen erstens die Namen Deutschland und Frankreich und zweitens die schon von mir zitierte der Verwechslung von Zielen und Mitteln. Ich beginne mit Frankreich. Frankreich hat eine starke D-Mark immer als eine Gefahr für sein nationales Prestige und für seine Unabhängigkeit gesehen. Der Kampf um die Abschaffung der D-Mark war aus französischer Sicht und ist es bis heute Teil eines seit der Teilung des Fränkischen Reiches in Ost- und Westfränkisches Reich anhaltenden Kampfes um die Vormacht in Europa. Frankreich hatte die Illusion, es könne sich der deutschen Stärke durch eine gemeinsame Währung bedienen, nämlich so stark wie die Bundesbank, aber letztlich bestimmen wir Franzosen den Kurs. Dabei war der Grundirrtum der Franzosen und der französischen Politik, und es war ein Kollektivirrtum in Frankreich, dass man die Erscheinung für die Ursache hielt. Denn letztlich ist eine starke Währung keine Ursache, sie ist eine Erscheinung, eine Folge. Ohne eine mit Deutschland vergleichbare Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit muss nämlich eine gemeinsame Währung für die Staaten, die also nicht so wettbewerbsfähig sind oder diese verlieren, wie ein Strick um den Hals, wie so ein Halseisen wirken. Und genauso wirkt es ja auch in der Volkswirtschaften Frankreichs und der Südeuropas. Das war der erste Irrtum. Der zweite Irrtum war der deutschen Politik. Die deutsche Politik wollte traditionell seit Ende des Zweiten Weltkrieges letztlich, dass die deutsche Nation in einem europäischen Bundesstaat aufgeht. Das will ich jetzt weiter gar nicht dokumentieren, weshalb dies unhistorisch ist, aber das war die Position. Und darum machte man die EU und alles andere und hatte gleichzeitig in den Franzosen einen starken Gegner, die exakt keinen europäischen Bundesstaat wollten. Und darum sagten die Deutschen immer, die gemeinsame Währung kommt dann, wenn wir einen gemeinsamen Bundesstaat haben, ganz am Ende. Und letztlich hat dann Bundeskanzler Helmut Kohl Anfang der 90er Jahre umgeschwenkt und letztlich war der Grundirrtum seiner Politik und der Politik Deutschlands überhaupt, man könne einen europäischen Bundesstaat quasi durch die Hintertür da erzwingen, wenn man eine gemeinsame Währung hat, weil das technische Zwänge auslöst. Und zweitens, man könne einen europäischen Bundesstaat haben, ohne dass man ein europäisches Staatsvolk hat. Das ist zutiefst unhistorisch. Nach der Charles de Gaulle war in diesen Dingen ja viel weiser, weil er historisch gebildet war. Und er hatte einen Der Vergleich, den er Anfang der 60er Jahre immer wieder benannte,
Nämlich, er wies den Vergleich mit den USA zurück. Er sagte, in die USA kamen Einwanderer unterschiedlicher Herkunft, die sich aus ihrer Heimat gelöst hatten, in ein unbesiedeltes Land und verschmolzen zu einem neuen Ganzen. In Europa dagegen sind im Prinzip alle Völker seit 1000 Jahren oder 500 Jahren oder seit 1500 Jahren dort, wo sie heute sind und haben sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Und letztlich findet die Debatte ja in den der Nationalsprachen statt und es gibt keine über die der Nationalsprachen da hinausgreifende Debatte, welche nennenswert wäre. Und es ist auch nicht absehbar, dass sich das ändern könnte. Das aber wäre nötig, um zu einem europäischen Bundesstaat zu kommen, von dem sich wiederum viele einig sind, dass er nötig wäre, wenn eine gemeinsame Währung nicht dauerhaft große Schäden haben soll. Das, was ich jetzt sagte, kann ich auch anders zusammenfassen, was ich jetzt hiermit tue. Wir sind Zeitzeugen einer gigantischen politisch-ökonomischen Wette mit folgenden Elementen. Erstens, wir glauben, dass wir die Einheit von Entscheidung und Verantwortung für die Finanzpolitik aufheben können, indem wir Staaten, welche finanzielle Not haben, da versprechen, dass wir ihnen helfen, ohne dass wir also Zwangsmittel hätten, das auch durchzusetzen. Zweitens, wir glauben, dass wir diesen Staaten da fiskalisch verbindliche Vorgaben machen können. Das hat immer andere Namen. Das heißt, das hieß mal also Stabilitätspakt, dann hieß das Fiskalunion, dann hieß das Währungskommission, dann hieß das Fiscal Compact, was auch immer. Je unverständlicher der Begriff, desto klarer ist, was gemeint ist. Im Kern geht es um Folgendes. Wir glauben, dass wir letztlich, wenn wir die anderen immer neue gute Vorsätze unterschreiben lassen, wir irgendetwas bei ihrer Durchsetzung verbessern können. Letztlich ist ja, und darum werden von den anderen auch diese Papiere guter Vorsätze immer wieder bereitwillig unterschrieben. Es geht ja um folgendes Tauschgeschäft. Die anderen da versprechen, dass sie sich künftig bessern. Und wir versprechen, dass wir für ihre Schulden mithaften. Nur, das eine kann erst in Zukunft eingeklagt werden, nämlich die Besserung, und sie kann jeder Tag widerrufen werden. Eine einmal ausgesprochene Bürgschaft kann nur durch den Rechtsbruch wieder aus der Welt geschafft werden. Ob sie das nun die Ausdehnung von Rettungsschirmen ist, ob das die Bankenunion ist, ob das die gemeinsame Haftung für Altschulden ist, ob dies Eurobonds sind, was immer so lesen, die Fantasie ist unendlich, alles weist in dieselbe Richtung. Im Kern läuft darauf hinaus, dass Deutschland, wenn ich Deutschland sage, meine ich immer auch gleichzeitig Holland, Finnland und Österreich, dass Deutschland jetzt zahlen soll und langfristige Haftung übernehmen soll, im Austausch gegen das Versprechen der anderen, dass sie sich später gut benehmen werden. Dieses muss ich ja nur unter Ihnen, ist der eine oder andere tätig in der Politik. Ich stelle mir mal vor, er habe jetzt ein Regierungsamt in Spanien, Frankreich oder Italien. Es ist doch seine der nationale Pflicht, ehe dem eigenen Volk etwas zumutet, muss er die Nordstaaten auspressen, bis es nicht mehr geht. Anders würde er doch gegen seinen Amtseid verstoßen. Man kann es ihnen ja nicht mal übel nehmen, dass sie ständig ihre Zusagen brechen. Der Kern der Wette aber liegt, und das wiederhole ich jetzt zum dritten Mal, aber es ist ein entscheidendes Element darin, dass es irgendwie gelingen könne, wenn wir nur irgendwie jetzt über die Runden kommen, weiter mit EZB und mit Garantien, dass die der Südländer irgendwie ihre Wettbewerbsfähigkeit wiedergewinnen. Ohne Wechselkursanpassung, ausschließlich durch innere Konsolidierung und durch die Strukturreformen. Wenn dies nachhaltig gelänge, das ist jetzt eine Mischung zwischen Konditionales und Irreales, wenn dies nachhaltig gelänge, würden sich auch die Finanzprobleme der staatlichen Haushalte quasi automatisch auflösen. Denn
da, wo das Wachstum wieder läuft, wo die Beschäftigung wächst, gibt es auch automatisch wieder mehr, also Steuereinnahmen, und dort konsolidieren sich auch die Haushalte. Umgekehrt, wo die Wirtschaft schrumpft, wo die Arbeitslosigkeit steigt, ist Haushaltskonsolidierung extrem schwer. Wäre sie auch bei uns. Ich glaube nicht, dass diese Wette gut ausgehen wird. Aber ich sage auch, ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht doch gut ausgeht. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn die Wette scheitert. Denn alle Prozesse des Scheiterns sind ihrer Natur nach chaotisch. Man weiß nicht, was passiert. Wenn dieses schon von mir zitierte sizilianische Haus da zusammenbricht, kann es sein, dass es gerade da leer steht, weil alle sind in der Kirche am Sonntagmorgen um 11 Uhr. Vielleicht schläft dort aber auch eine achtköpfige Familie und es sterben 5 Kinder. Es weiß kein Mensch, was passiert. Und genauso ist das hier auch. Zwar kommen Anpassungen der Wettbewerbsfähigkeit für einige Krisenstaaten allmählich in Gang, aber teilweise gehen sie auch in die falsche Richtung. Es passiert einiges, muss man zugeben, in Irland, in Portugal und in Spanien. Die strengen sich an. Das verarbeitende Gewerbe hat fallende nach der Lohnstückkosten und so weiter. Allerdings an dem Preis gigantischer Arbeitslosigkeitsraten und fehlende Wachstums. Immerhin, ich nenne mal die Zahlen, Portugal hat seine Lohnstückkosten um 10% gesenkt und Spanien um 7%. Aber um welchen Preis? Wenn Sie die Statistik der EU nehmen und ein bisschen tiefer graben, stellen Sie fest, Polen, auch in der EU, hat in der gleichen Zeit seine Lohnstückkosten um 25% gesenkt. Weshalb? Es hat eine Währung, deren Preis frei sich am Markt bildet. Also können die Polen ihre Wettbewerbsfähigkeit auch besser steuern und mit weniger sozialen Kosten. Und den Fall der Griechenland hatte ich ja bereits benannt. Jetzt ist die Frage, wie geht das nun eigentlich weiter? Ja, dazu 6 Punkte, und das ist das Äußerste, was ich an Prognose ehrlicherweise machen kann. Erstens, ich glaube, was immer passiert, die Europäische Zentralbank wird um jeden Preis verhindern wollen, dass der gemeinsame Währungsraum auseinanderbricht. Und dazu hat sie die Möglichkeiten, weil sie kann Geld drucken. Wir haben deshalb voraussichtlich eine sehr, sehr lange Phase extrem billigen und praktisch unbegrenzten Notenbankkredits. Deshalb, wenn Sie ein Haus bauen wollten, bauen Sie es jetzt. Zweitens, die Südländer mitsamt Frankreich werden um einen hohen Preis Teilerfolge bei der Wiedergewinnung ihrer Wettbewerbsfähigkeit erringen. Aber weil es eben nur Teilerfolge sind, werden sie gleichzeitig eine Tendenz zu hoher Arbeitslosigkeit und zu Dauerstagnation haben. Drittens, dies löst kontinuierlich da soziale Spannungen aus und gibt immer neue Haushaltsprobleme. Und deshalb wird sich der Druck auf Deutschland, Österreich, Finnland, Holland weiter verstärken, eine extrem leichte Geldpolitik mitzutragen. Da haben wir keine andere Wahl, weil die anderen in der EZB die Mehrheit haben, da neue Rettungsmaßnahmen zuzulassen und die Elemente gemeinsamer Haftung zu verstärken. Dieser Druck ist schon heute ungeheuerlich. Viele loben ja Angela Merkel und ihren Finanzminister, ihren Wehrhaften, weil sie immer so strikt doch jetzt die andere Linie einhalten. Ich verkneife mir solch ein Lob. Die deutsche Bundesregierung, die gegenwärtig noch amtierende, erinnert mich in Eurofragen an einen Bergsteiger, der durch seine eigene Inkompetenz von der richtigen Route abgekommen ist. Jetzt klammert er sich auf einer steilen Eisplatte fest, deren schiefe Ebene geradewegs in den Abgrund führt. Für wahr, er klammert gut. Und die Kraftleistung, die da eingeht, ist auch erheblich. Es fehlt aber jede Idee, wie man von dieser schiefen Eisplatte wieder runterkommt und wie der Weg dann weitergeht. Für beides gibt es keine Antworten.
sondern bestenfalls Lehr- und Beruhigungsformeln. Aber diese Antworten lässt sich auch nicht aufschieben. Viertens, nicht unbegrenzt, die Tendenz wird wachsen, der Druck der Staatsverschuldung durch die finanzielle Repression zu ändern. Was ist das? Das sind steigende Inflationsraten bei fortgesetzt der niedrigen Zinsen für öffentliche Haushalte. Und das bedeutet, dass letztlich der Sparer fallende Geldvermögen haben. Fünftens, und der Punkt ist jetzt entscheidend, der Mensch gewöhnt sich an fast alles. Wir werden uns nolens volens auch an der Dauerkrise der europäischen Währung gewöhnen und werden uns auch, so unglaublich es klingt, an wachsende Belastungen für unterschiedliche Rettungsmaßnahmen gewöhnen. Aber natürlich werden wir in der Summe ärmer sein, als wir es ohne Euro gewesen wären. Aber den Grund dafür werden wir mit der Zeit vergessen. Sechstens, das Leben geht ja weiter. Europa altert weiter. Die nächste Weltfinanzkrise kommt bestimmt. Die Unruhen in Nordafrika werden den Einwanderungsdruck verstärken. Der Probleme sind generell ungelöst. Der Aufstieg Chinas geht auch weiter. Vielleicht gibt es auch einen Kometeneinschlag in London. Alles Mögliche. Und diese Themen, die wir alle in einer Liste leicht benennen können, werden irgendwann die Euro-Krise bis zur Unkenntlichkeit überlagern. Irgendwie wird es alles immer weitergehen. Das zurück zur Frage, ob wir den Euro brauchen. Natürlich ist die Frage in meiner Rede da rein rhetorisch, wir haben ihn nie gebraucht. Aber wenn Politik immer nur das täte, was es brauchte, wäre die Welt ein besserer Ort. Brauchte Deutschland 1871 nach der Elsass-Lothringen für seine Zukunft? Nein. Brauchte Österreich-Ungarn 1907 Bosnien? Nein. Brauchte die deutsche Bildungspolitik, das ist jetzt ein Internum, 1973 die also hessischen Rahmenrichtlinien? Nein. Brauchte der Iran im Jahre 1979 da die Ayatollahs? Die Antwort ist ebenfalls nein. Trotzdem war es so. Und darum mein Abschlusssatz, und das ist nun auch kein so wahnsinnig großer Trost, die Welt ist eben voller Narrheiten. Der Euro gehört dazu. Ein großer Teil der Weltgeschichte besteht darin, dass die Narrheiten von heute die Folgen der Narrheiten von gestern überlagern. So ist es. Schade, dass davon immer auch so viele Menschen betroffen sind. Dankeschön. Applaus